www.onlineradio-düren.de. Wir kommen zum Fußball zurück, und zwar Kreisliga B, Gruppe 1, am Freitagabend beim Tabellenführer FC 06 Ruhrdorf. Wir begrüßen Yannick Schönen. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Schönen, heute am ersten Advent dementsprechend frei. Man ist zu Hause oder man geht spazieren oder man scoutet für die nächste Saison schon. Man plant, man sieht es ja. Am Wochenende wieder gewonnen zu Hause, Freitagabend, klare Verhältnisse geschafft gegen Tetzbruch. In der ersten Halbzeit ist, glaube ich, so ein Warm-up gewesen. Ernst gemacht haben Sie in der zweiten Halbzeit? Also ich muss persönlich sagen, dass wir in meinen Augen in der ersten Halbzeit, glaube ich, besser gespielt haben als in der zweiten Halbzeit. Uns hat in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Glück gefehlt. Ja, treffen einmal die Latte, treffen einmal den Pfosten. Haben wir es leider noch nicht geschafft, in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit kamen dann die Tore und dementsprechend bin ich zufrieden, dass wir wieder mal einen Sieg geholt haben. Wieder mal ein Sieg. Oh, der Trainer ist sehr bescheiden. Man schaut schon nach oben, man hört schon, man plant. Die Schublade ist schon aufgezogen. Der zweite Advent nähert schon. Dementsprechend immer sehr bescheiden, Herr Schön. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit, Torschrei in Ruhrdorf. Ja, ich glaube, das Spiel war keine 5 Minuten alt. Da haben wir es geschafft, dann das 1-0 zu erzielen. War eigentlich eine untypische Situation für uns, weil wir es eigentlich am Freitag spielerisch ganz gut gemacht haben, haben uns einige gute Chancen rausgespielt, die leider aber nicht zum Torerfolg geführt haben. Ja, und so war es dann beim 1-0 einfach ein langer Ball, wo sich Max Engel durchsetzen kann und dann alleine vorm Torhüter steht und das 1-0 macht. Ja, 10 Minuten später der nächste Schlag Ihrer Mannschaft. Wie haben Sie das, sag ich mal, als Spielertrainer gesehen? Sie waren ja selbst aktiv und ist dann ein gutes Gefühl, wenn die Kollegen, Ihre Kollegen, sag ich mal, sehr erfolgreich mit vorne arbeiten. Ja, ich war sehr froh, dass wir es direkt zum Beginn der zweiten Halbzeit geschafft haben, dann auch in Führung zu gehen, weil wir jetzt zuletzt 2 Spiele nicht gewonnen hatten, gegen Bruch Tetz jetzt gespielt haben, eine Mannschaft, die unten drin steht. Deswegen ja, war man mehr oder weniger dazu verdammt zu gewinnen. In der ersten Halbzeit, wie gesagt, haben wir eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, haben uns ein paar Mal gut durchkombiniert, aber leider das Tor nicht gemacht. Und deswegen ja, war ich ziemlich froh, dass recht früh in der ersten Halbzeit dann geklappt hat, um so ein bisschen noch Druck von der Mannschaft zu nehmen. Ja, man hat jetzt 14 Spiele, 11 gewonnen, 3 unentschieden, noch nie verloren in der Saison. Also man ist ja voll im Plan. Und wie haben Sie denn nach dem 2-0 reagiert in Ihrer Mannschaft? Sie haben ja ausgewechselt, Sie hatten eine gute Bank dabei. Wollten Sie die Spieler alle jetzt, sag ich mal, für die nächsten Wochen bis zur Winterpause nochmal, sag ich mal, ein bisschen auf Test bringen? Ja, nee, die Wechsel, die ich verzogen habe, waren eigentlich dadurch bedingt, dass die Spieler konditionell noch nicht ganz so weit sind, um 90 Minuten zu gehen. Ja, ich habe am Anfang den Max Engel und den Robin Jansen rausgeholt, 2 Spieler, die zuletzt verletzt waren, jetzt erst seit ein paar Wochen wieder dabei ist. Als letztes habe ich dann den Christian Hogel rausgenommen, einen Spieler, der zuletzt einen Schienbeinbruch hatte, jetzt 1,5 Jahre nicht gespielt hat. Und die Jungs brauchen einfach noch ein paar Prozentpunkte, um auch 90 Minuten Vollgas zu geben. Deswegen, waren die Jungs, glaube ich, auch nicht böse, als ich sie dann rausgenommen habe. Tja, nächste Woche geht es wieder weiter. Freitagabend ist ja für Sie, sag ich mal, keine ungewohnte Zeit. Auswärts in Lohn bei der zweiten Mannschaft. Dementsprechend haben Sie irgendwie Erkenntnisse über Lohn 2 oder gehen Sie da, sag ich mal, blind drauf zu? Ja, also meines Wissens wird das Spiel nächsten Freitag in Lohn nicht stattfinden, weil in Lohn, glaube ich, der alljährliche Weihnachtsbaumverkauf am Freitag stattfindet. Wir befinden uns wohl aktuell noch in Gesprächen mit Lohn, ob wir irgendwo anders oder irgendwann anders spielen können oder ob wir eventuell das Heimrecht tauschen. Aber nach meinen Informationen wird nächsten Freitag wohl nicht in Lohn gespielt. Wie sehen Sie das denn, wenn das Spiel nicht stattfinden würde, so eine spielfreie Woche, ist das für Ihre Mannschaft jetzt, sag ich mal, von positiver Bedeutung oder würden Sie lieber durchspielen bis zum 16.12.? Ich würde auf jeden Fall schon gerne spielen. Ich denke, es ist immer unglücklich, wenn man dann Nachholspiele hat, ja gerade.
Auch in unserer Mannschaft sind auch einige Schichtler, ja, wo ich dann nie weiß, wenn unter der Woche gespielt wird, was für eine Schicht haben die Jungs, schaffen es die Jungs, die Schicht zu tauschen. Deswegen würde ich natürlich ganz gerne die zwei Spiele gegen Lohn und Körnig sich auf jeden Fall noch austragen. Aber wie gesagt, mit Lohn sind wir in Gesprächen. Ich hoffe, das ja, lässt sich irgendwie hinkriegen, dass nächstes Wochenende dann gespielt wird. Jannik Schönen, FC 06 Ruhrdorf, 14 Spiele, 36 Punkte mit 4 Punkten Vorsprung in der Tabelle. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, schönen Abend.